Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel, die Saga von Milton dem Magier. Es ist jetzt ja schon ein wenig her, dass ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe, wo ich generell Videos aufgenommen habe. Aber ich dachte mir, ich habe mal wieder Lust dazu und vor allem auch die Zeit. Ich hatte nämlich aus persönlichen Gründen nicht viel Zeit gehabt, aber jetzt habe ich wieder Zeit. Und wir spielen jetzt nochmal wieder Minecraft. Unter anderem ist Iguna Tinker's Tweaks mit drauf. Und auch die TARDIS-Mod und Mechanism, drei zusätzliche Mods, also zusätzlich zu dem Minecraft Infinity Evolved Mod-Paket. Und wir sind hier wieder auf einem ganz frischen Server, also einer ganz frischen Map. Und da hinten sehen wir auch schon eine Stadt. Hier haben wir magischer Wald, das ist sehr gut. Sehr viele Bäume. Ich bin ja eigentlich mal dafür. Zu bauen, wo ich viel Platz habe. Deswegen weiß ich auch nicht. Wir laufen jetzt einfach mal. Ich möchte eigentlich bei dem magischen Wald bleiben. Hier dem Fluss entlang vielleicht. Es gibt neuerdings jetzt ja auch ein Questbook. Mit der neuen Version hier. Also ist jetzt Infinity Version 3.0.1. Wo es schon 3.0.2 Version gibt, aber da ich das auf Nitrado Server spiele, ist es ja nur 3.0.1. Genau. Wie macht das? Oben. Genau. Wow. Wir sollen 16 Holz sammeln und kriegen dafür eine Steinaxt. Das können wir gerne mal machen. Das Problem ist, dass wir diese Steinaxt nicht benutzen können. Mal austesten, nicht wahr? Erstmal laufen wir hier ein bisschen noch am Fluss entlang. Vielleicht finden wir ja das ein oder andere schöne Plätzchen, wo wir uns niederlassen können. So, hier haben wir natürlich auch schon Großholzstämme. Brauchen wir später dann auch noch. Also ich werde das jetzt so machen, sobald wir unser Haus gefunden haben, werden wir natürlich die erste Folge, werde ich eine Stunde aufnehmen, werde ich soweit bauen, das Haus, aber es wird halt langsam vorangehen. Und wenn wir es dann auch nicht fertig haben sollten, werde ich es vielleicht auch offline zum Ende bauen, also die Steine ranklatschen, das Dach setzen und so, weil es dauert halt immer alles und ich glaube nicht, dass man einfach eine Stunde lang zusehen möchte, wie man ein Haus baut oder mehrere. Wir gucken mal, wir gucken mal. Da hinten ist ein Spawner versteckt. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Ebene. Oder sowas, aber wir können ja noch nicht reinbauen. Im Berg. Hier ist eigentlich eine super Sache, weil wir hier unsere Mine bauen können. Und mal gucken, wie wir das anstellen werden. Weil hier Aluminiumkies ist auch sehr schön. Hier hoch jetzt. Also bis jetzt habe ich noch keinen tollen Ort gefunden, wo man mal ein bisschen Platz hätte, ohne alles wegzuroden. Naja, wir werden jetzt mal hier. Ach, das Gummiholz. Nehmen wir hier. Birkenholz ist gut. So, jetzt müssen wir auch Erfolg haben, oder? Dreimal auf Holz geklopft. Ach so, wir brauchen die Hand dafür. Einmal auf Holz geklopft. Zweimal auf Holz geklopft. Und dreimal auf Holz geklopft. Keine. Also wir haben ja schon mal Inventur erzielt. Das ist doch schon mal sehr schön. Wir brauchen davon 15. Gehen wir hier hoch und werden erstmal 15 so komische Hölzer sammeln.
Ah, jetzt haben wir dreimal auf Holz geklopft, obwohl wir bestimmt schon öfters rumgeklopft haben, Nick. Alleine der Anfang ist halt sowas von langwierig jetzt mit Iguna Tinker's Trick, weil man halt, wie gesagt, keine normalen Werkzeuge mehr bauen kann. Also man kann bauen, aber man kann es nicht benutzen. Das ist der Unterschied. So, weiter geht's. Zwei fehlen noch. Eins noch. Das ist sehr gut, jetzt haben wir es schon mal. Nehmen natürlich auch noch diese Hölzer wieder mit. Öffnen das Questlog und dann sehen wir jetzt hier Reward. So. Danke. Und tada, dieses Werkzeug kann nichts abbauen. Es kann nur für Rezepte verwendet werden. Ist das nicht wunderschön? Das heißt, wir können halt stundenlang darauf einprügeln und es wird nichts passieren. Was natürlich traurig ist. Oh, da hinten ist ein riesiger Berg. Ja, zum Magischen Wald. Wir müssen nicht unbedingt im Magischen Wald wohnen. So eine etwas ebenere Fläche. Wir sind überall riesige Berge. Ach, das Zeug. Lava. Also ich gucke noch mal da hinten hin. Vielleicht ist das da schön. Es dauert halt immer alles. Muss ich auch nicht tausendmal umziehen hier. Bisschen Glas nehmen wir mit. Glas, Sand natürlich. Warum ist es kein Glas? Bisschen Sand. Aber ich nehme mir mit 20. 3. Ah, ich nehme noch ein bisschen mehr mit. 30 ist gut. Sand. Was ist denn hier schon Lehm? Oder doch Lehm heißt es, glaube ich. Kies brauchen wir. Nicht unbedingt hier. Da ist Kies. Kies benötigen wir nämlich für die ersten Werkzeuge. Deswegen nehmen wir Kies auch schon mal mit. Auf dem Weg zu einem schönen Bauplatz. Haben wir 9, ja, das ist wenig. Ja, soll das so reichen? Für den ersten Werkzeug wird es reichen. Also Flüsse sind hier echt viele schöne. Aber irgendwie fehlt mir noch so ein besonderer Ort. Hast du mir gegeben. Das finde ich jetzt aber wenig gut. Ja, du kannst natürlich versuchen zu fliehen. Du gabst mir sogar eine Feder, die brauche ich noch. So, hier sind Äpfel. Oh, ich glaube, ups. Die sind noch nicht reif. Ne, Kastanien sind das, okay. Hexe. Zauberst du mich? Ich glaube nur nicht. Am Tag nicht, aber nachts oder so. Natural. Gerste ist das ja. Es wird auch schon wieder dunkel. Wir haben noch kein Haus. Die erste Nacht. Wir haben noch keine Schafe entdeckt. Das hätte mal wieder mein erster Punkt sein sollen. Ja. Komm mal nicht da hoch. Hier ist ein Schaf. Komm her, du Schaf.
schauen. Und mich hinlegen. Ich hoffe, dass wir so schnell die Nacht abkürzen können. Juhu. Haben wir das immer schon mal abgekürzt und aber noch keine tolle Fläche gefunden, ja? Aber wir kommen da auch nicht hoch. Das ist natürlich alles doof. Da nicht hochkommen. Weil es so riesige Berge sind. Komisches Gebiet. Ist natürlich auch schön. Für den Computer später mal. Warum das hier drin versteckt ist, das verstehe ich bis heute nicht. Dafür braucht man Zinn, um es abzubauen. Das erreicht man, also wenn man einmal angefangen hat, erreicht man es eigentlich relativ schnell, aber man muss halt auch erstmal einen Ort finden. Einen schönen Ort. Nicht irgendwie was, irgendwo. Hier ist eine Hexe. Noch eine Hexe. Was machen die Hexen hier? Die wohnen wohl im Wald oder so. Echt traurig. Ah, soll ich aber hier bauen? Ölquelle. Ach ja, dahin ist ein Dorf. Kann ich auch, also wenn das alles so hügelig ist überall, kann ich in meinem magischen Wald bauen, ganz ernsthaft. Okay, hier ist wieder eine riesige Schlucht. Gucken wir uns nochmal rauf. Also, da ist der magische Wald gewesen mit dem Fluss. Wir werden jetzt einfach geradeaus bis hier hingehen. Bis ich da, bis da nichts gefunden habe, gehe ich zum magischen Wald zurück und baue da einfach in den Wald rein. Irgendwie. Das ist auch was sehr Schönes. Weil das hier keiner ist. Mammutbaum habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, natürlich einen Baum rein, sich bauen. Aber das ist halt so am Anfang, man findet halt nicht viel. Bauen können wir es. Aha. Für die kleine Stöckchen. Das lohnt ja auch nicht. Was haben wir hier? Beeren. Wir haben
Inszenierung, ne? Kann ich den. Ah, kann ich nochmal eine Schere abbauen? Kann man die Bären zusammen machen? Nee. Ja, essen. So, Pilze gibt's hier. Aber noch nicht großartig irgendwas, was wir brauchen. Ich meine, hier kann man halt auch immer bauen, aber hier ist auch flügelig. Hier spawnen nachts keine Monster. Das ist das einzige Positive an diesem Gebiet. Sieht sonst hässlich aus. Und jetzt nach rechts. Na gut, wir laufen jetzt. Jordibo! Mehr nach rechts. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das Leben? Ton, das heißt es, ja. Wenigstens 4 mitnehmen. Ich mach mal einmal. Einmal bauen. Oh, was ist das? Hier ist ein Kürbis auch, was auch ganz gut ist und jetzt vergiftet, was nicht so toll ist. Ist das Gras hier? Nicht mal nicht. Was ist die Blätter? Ich weiß es immer nicht, was mich vergiftet. So, jetzt haben wir gleich eine Rundreise gestartet. Und das auch schon seit 20 Minuten laufen wir hier rum. Es ist nichts passiert, so ungefähr. Also, dass wir ein paar Materialien gesammelt haben. Naja. So ist das halt. Falls ihr einen schönen Ort entdeckt habt, der nicht übersehen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht bin ich dann da. Hügelig hier. Da ist auch ein Dorf. Oder hatte ich das schon gesehen? Ich glaube nicht. Die fliegenden Steine von Nazar gehen. Wer ist hier? Hat er die Walnüsse? Sein. Hier oben drauf vielleicht? Also ich habe noch keinen tollen Ort gefunden. Also wir werden jetzt erstmal anfangen. Da nähe vom Magischen Wald und dann werde ich wahrscheinlich doch nochmal irgendwann umziehen. Wenn man doch nochmal einen schöneren Ort findet. So, fast da, wo wir angefangen haben. Da oben drauf eventuell. Eventuell. So, da sind wir beim Magischen Wald angekommen. So, da ist ein schöner Mineneingang. Kleiner, zumindest. Das sieht gut aus. Geht's rein, das heißt, ich werde das alles abtragen, ne? Eine Ewigkeit. Ich werde jetzt einfach hier doch im magischen Biom.
Fläche gibt. Ich dreh gleich durch. Ich hier oben bauen. So. Da oben baue ich jetzt. Das erste kleine Bündchen. Es wird nämlich auch schon Nacht. Aber das ist schon der zweite Tag im Game in Minecraft. So. Es ist auch Nacht genug, dass wir schlafen können. Unter freiem Himmel schlafen wir immer. Bisschen Ebene haben wir. Mach ich das so. Das heißt, wir brauchen einmal. Achso, da können wir da an. Was brauchen wir denn? Erfolge zählt Lernen und Basteln. So, Armor Modifiers können wir auch mehr machen. Also, wir brauchen als erstes Plank Pattern. Also, so, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzen sollte. So. Ach, Holzrahmen, glaube ich. Dafür brauchen wir zwei Holz und zwei Sticks. Stück. 8 Sticks, 2 Holz. Ich muss eine Holzschere bauen. So, was sagt unser Buch noch? Unser Buch sagt, wir brauchen ein Stencil Table, wir brauchen ein Holz und so ein Ding. Ein Stamm und so ein Ding. Eine Kiste und so ein Ding. Die Tourstation ist eine Werkbank und so ein Ding. Fangen wir mit der Werkbank an. Habe ich nicht viel eingesammelt? Doch. Das. So ein Ding. Eine Werkzeugstation. Dann bauen wir nochmal das. Das. Wir haben eine Werkstation. Dann haben wir das. Und das. Und haben einen Basteltisch. Das, das, und haben Schablonenstanzer. Dann brauchen wir nochmal das. Stellen wir erstmal das hier hin. Mit der Werkstation, also wie ein Table, nur ich glaube, hier fällt auch nichts raus. Genau. Bauen wir uns jetzt nochmal eine Kiste. Das haben wir eine Schablonenkiste. Da können aber auch nur Schablonen rein. Basteltisch. Genau. Jetzt brauchen wir. Achso, jetzt brauchen wir erstmal wieder das und das. Zweimal. Nochmal 8 davon, dann können wir uns 8 Schablonen machen. Genau, nehmen wir hier rein. Wir brauchen Werkzeuggriffschablone, Werkzeugbindungsschablone, einen Spitzhackenkopf, eine Schaufelschablone und einen Axtkopf für den Anfang.
gehen wir hier nicht hin. Das ist die Werkstation. Gehen wir hier hin. Fangen wir mit dem Werkzeuggriff an. Ich mache den aus Holz. Hölzerner Werkzeuggriff. Den brauchen wir ja dreimal auch. Dann brauchen wir einmal das. Einmal brauchen wir das. Und dafür brauchen wir jetzt Feuerstein. Feuerstein kriegen wir, indem wir Kies umbauen. Dann haben wir drei Feuersteine. Dann machen wir das einmal mit Schaufel. Mit dem Axtkopf. So. Dann gehen wir hier hin. In die Werkzeugstation. Fangen mit der Spitzhacke an. Spitzhacken, Feuersteinkopf. Das und den Werkzeugbinder. Und haben unsere Spitzhacke. Damit können wir immerhin schon mal Steine abbauen. Dann nehmen wir eine Schaufel und eine Axt. Ah, damit kann man graben und hacken. Das wäre ein kleiner Fresser, aber egal. Axtkopf ist da. Dann nehmen wir hier auch das wieder raus und packen das erstmal hier rein. Das brauchen wir jetzt momentan erstmal nicht. Wegschmeißen. Müllklippe. So. Müllklippe. Das können wir nicht brauchen. So. Wird schon wieder dunkel? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass wir jetzt endlich Bäume schneller fällen können. Relativ schneller Bäume fällen, das ist schon mal ein Anfang. So, dann machen wir auch gleich weiter mit der Mine. Jetzt können wir ja endlich Steine abbauen. Das hätten wir vorher halt nicht gekonnt. Hätten wir keine Feuerstein-Spitzhacke uns gemacht. Weil mit einer Holzspitzhacke geht es nicht, weil wir ja kein Holz benutzen können. Das ist die Frage. Juhu. Das wird unser Mineingang. Am Anfang etwa 3 breit. Gehen auch nochmal hier ein bisschen höher. So, jetzt natürlich erstmal wieder Klopperei, ne? Also wir suchen jetzt Materialien. Wir können auch noch keinen Kupfer abbauen. Dafür muss die upleveln. Was natürlich auch noch etwas dauert. Und
Nein, den wollte ich gar nicht. Noch keine Kohle abbauen. Aber das Kupfer werden wir brauchen. Kupfer werden wir auf jeden Fall brauchen, weil wir es abbauen können. Ein bisschen mal geradeaus gehen. Das Ding sich hier ablevelt. Ah, hier sind auch unsere Eisen für. Und das ist natürlich toll, hätten wir. Ach gut, wir können jetzt Kohle bauen. Holzkohle zuerst. So. Das wird eh wieder dunkel. Ah, es wird eigentlich jetzt hier wird es doch ganz gut werden, glaube ich. Der Baum muss auch noch weg. Wir werden halt das Beste aus der Situation machen, ne? Und werden uns hier jetzt irgendwie ein Haus bauen. Ja. So. Das heißt, wir müssen die auch wieder reparieren. Das machen wir, indem wir einfach einen Flint haben noch. Das ist eigentlich ganz cool hier. Da ist so ein Plan. In die Höhe. Dann haben wir ein bisschen so über dem See drüber. Vielleicht auch über der Mine. Wir brauchen nicht Platz auf jeden Fall. Thank you.
Das wird halt das Fundament werden. Von dem Haus. Da man halt einfach ein bisschen Platz benötigt. Und in den Bergen kann man mal so schlecht bauen. Deswegen müssen wir es auf Stelzen bauen, das Haus. Wow, es wird halt auf Holzstelzen gebaut am Ende. Wieder hochzukommen ist auch wieder eine Aufgabe. Ja. Hier kann man hoch. Ja. So. So soll das sein. Auf jeden Fall brauchen wir wieder mit Stein, um es auszufüllen. Brauchen wir Holz. Viel Holz, viel Eichenholz. Ganz viel Eichenholz. Wird schon wieder dunkel. Echt traurig. Ich habe auch ein bisschen. Reichen. Gehen wir mal runter. Brr, 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 brr. Warum? Jetzt will ich die Treppe. Ja, vielleicht brauche ich sogar noch ein bisschen länger. Also das Haus hier. 1, 2. Was können wir immer noch machen? So, jetzt. Jetzt brauche ich eigentlich als nächstes wieder viel mehr Stein. Das heißt. Nochmal hier rein. Ach, so Holzkohle wollte ich mal. Holzkohle. Also ich brauche Holzkohle, damit ich mal Licht hier reinkriege. Ja, 42, das reicht nicht. Erstmal brauchen wir jetzt einen Ofen. Oh, da war noch was drin. Thank you.
dreimal das. Ich glaube, ich muss das verbrennen. Ja. Erstmal Kohle. Holzkohle. So, haben wir schon mal Fackeln. Aha. Achso, ist aber jetzt nur, dass sie noch schneller ist und ein Modifikator am Platz hat. Das ist aber schon mal schön, dass sie noch schneller geworden ist. Warum nicht das Upgrade? Jetzt haben wir auch das Mining Level Upgrade. Das heißt, jetzt wo wir Mining Level Upgrade haben, brauchen wir eigentlich als nächstes auch schon die Schmelze. Und die ist kaputt gerade. Was natürlich wieder passt. Es ist auch dunkel draußen. Jetzt können wir aber Kupfer abbauen. Kupfer und Aluminium brauchen wir. Deswegen halt auch ein größeres Haus, Leute. Wir brauchen eine Schmelze. Das muss auch irgendwo hinpassen. Haben wir denn überhaupt hier noch irgendwelche Quests erledigt, zufälligerweise? Achso, wir brauchen einen Stufenofen. Dafür kriegen wir auch immer eine Kohle. Das ist ja ganz nett. Tinkers. Das haben wir doch gemacht. Ja, jetzt muss ich den Chopper-Schutz mal kurz in die Hand nehmen. Stanze. Hallo. Schablonenstanze. Verstehe ich nicht. Stencil Table. Schablonenstanze. Soll ich den jetzt nochmal bauen? Jetzt haben wir auch alles, okay. Belt of Moos. Fußball. Wie kriegt denn Moosbälle? Keine Ahnung. Jo, das ist halt die Smattery. Was kriegt er für
Büchse mit Lava kriege ich dafür. Das ist natürlich cool. Komm, wir können Lava suchen. Aha, genau. Cool. Ja. Aber erstmal. Oh, meine Kiste eigentlich noch. Wir brauchen eigentlich mal eine Kiste. Essen wir eine doppelige. Das war natürlich kein Platz dafür für sowas. Und die Kiste packe ich hier hin. Alles reinpacken, sortieren tun wir das auch noch irgendwann. Was das? Tinkers Waffen. Okay. Material und ich bin 2. Welteroberung mit Open Blocks. Kautschuk, Gummiriegel. Okay. Also gar nicht, wozu man das braucht. Aber. Goldbaum hatten wir irgendwo auch schon mal gesehen. So. Machen wir den einfach hier oben rauf noch. Haben wir jetzt eine Stufen oben in den Ofen. Weiterbauen hier. Ein bisschen weiterbauen. Das ist doof, das ist ein zu viel. Ach, die ist ja kaputt. Das heißt, ich brauche wieder Gravel. Hm, hier ist auch Ton, das ist sehr schön. Aber Gravel einfach so hier in der Nähe. Hier ist auch Ton, das ist auch gut. Hier ist ein bisschen Gravel in der Nähe. Zweimal ab reparieren. Komm mal hier hoch. Ja, das geht. Bin ich ja schon mal sehr gut. Auch nicht.
zweiten Raum pflastern. Also, wir können jetzt übrigens auch Kohle abbauen. Ist jetzt möglich. Aber sie kann halt nicht normal sich selber upgraden. Jetzt müsste man einen neuen Kopf bauen und dafür braucht man halt die Schmelze. Deswegen ist das auch der nächste Punkt auf der Liste. So, bald ist aber auch schon eine Stunde um. Noch 8 Minuten, glaube ich. Dann haben wir eine Stunde. Die erste Stunde Minecraft wieder hinter uns, ja. Und ich werde dann auf jeden Fall, denke ich, offline dieses Haus hier zu Ende bauen. Weil das dauert jetzt noch Ewigkeiten. Das ist, ich weiß nicht, ob man das sehen möchte, wie man jetzt hier noch stundenlang Steine hin und her tue. Ich werde auch nichts Weltbewegendes Sonstiges machen, außer das Haus halt bauen mit genau diesen Materialien, die wir jetzt haben. Mit dem Ding. Das heißt, sie wird Steine sammeln. Aus der Mine. Erstmal geradeaus tue ich auch. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Und dann in die Tiefe. Aber ich werde dann noch keine neuen Sachen bauen. Ich werde dann auch noch Lehm, haben wir ja da unten schon entdeckt, farmen. Und Sand werde ich farmen. Lehm, Sand und Steine. Oder ich werde einfach Lehm, Sand und Steine farmen und ich baue das Haus dann mit euch weiter. Auch eine Möglichkeit. Ah, okay, dann. Ja, vielleicht baue ich es auch nicht zu Ende, aber ich werde auf jeden Fall schon mal Lehm, Sand und Steine farmen. Damit man hier ein bisschen Zeit spart, zumindest. So, und ich würde auch noch sagen, dann noch zwei weiter sogar. Ich will auf jeden Fall Eingang hier auch umschließen. Ja, ein bisschen Sand haben wir auch noch. Kann ich schon mal ein bisschen Steine weiterfahren. So. 32 Stück, so. Ich weiß nicht, wie viel das interessiert mich jetzt. Ja, hier ist Ende. Gelände. Kein Tunnel gegraben. Vielleicht so. Nennen wir hier. Aua. Hat der mir einfach aufgelauert.
Jetzt ist die Zeit auch gleich um. Die Stunde. Hier werde ich mich in die Tiefe buddeln. Das hier ist, also es ist ja ein Durchgang. Eigentlich müsste man hier ja auch. Das wäre dicht. Ja, das ist halt natürlich auch wieder sowas. Ich glaube, auch das hier können wir eigentlich offline viel besser machen, als sich in die Tiefe zu buddeln. Ja, bei Steinen zu farmen. Und das halt auch so eine ewig lange. Hier haben wir Eisen. Das können wir noch nicht abbauen. Aber das werden wir bald abbauen. So, ich gehe jetzt noch einmal zurück, schlafen. Und dann werde ich mal eine Stunde farmen. Und dann werde ich nochmal wieder aufnehmen. Deswegen sage ich jetzt zum ersten Mal bis zum nächsten Mal. Und falls euch das Video gefallen hat, dann besucht mich doch bald wieder. Bis dann, meine lieben Freunde, bis dann.